Ich bin jetzt verbunden mit der Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, mit Gerda Hassefeld, und grüße Sie ganz herzlich, Frau Hassefeld. Guten Abend. Guten Abend. Das Deutsche Rote Kreuz ist seit Monaten im Einsatz im Ahrtal. Da geht es auch um Kläranlagen, um mobile Kläranlagen, die Sie dort noch betreiben. Und Sie haben selbst gesagt, wir machen das so lange, wie wir gebraucht werden. Ist das eine Leistung des Roten Kreuzes, zu der staatliche Strukturen immer noch nicht in der Lage sind? Nun, wir sind ja auch dazu da, die Arbeit der staatlichen Strukturen zu unterstützen. Und zwar dort, wo die staatlichen Strukturen entweder nicht so schnell arbeiten können oder auch die entsprechenden, zum Beispiel ehrenamtlichen Kräfte nicht haben. Und dieses Beispiel, das Sie gerade gebracht haben im Ahrtal mit Kläranlagen, wir haben 3 davon mittlerweile im Ahrtal installiert, ist nicht unbedingt als erstes mit den Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes in Verbindung zu bringen. Aber Sie sehen daraus, dass wir breit aufgestellt sind, dass wir die gesundheitliche Versorgung, die Verpflegung, die psychologische Versorgung der Menschen genauso im Blick haben wie die mit technischen Hilfsmitteln. Wir haben mit Stromaggregaten zum Beispiel gesorgt, dass die Menschen Strom haben. Wir haben mit Richtfunktechniken dafür gesorgt, dass die Internetverbindung funktioniert. Und das tun wir auch heute noch. Und wir haben mit den Abwasseranlagen eben auch dafür gesorgt, dass immerhin 3000 Menschen jetzt davon profitieren. Und das war deshalb so wichtig, um Umweltschäden zu vermeiden und auch Krankheiten vorzubeugen. Und diese mobilen Kläranlagen, also temporären Kläranlagen, funktionieren auch sehr gut und zuverlässig. Wenn man hört, was Sie da alles noch leisten wollen, dann bekommt man ja auch einen etwas bitteren Eindruck davon, was da alles noch im Argen liegt im Ahrtal. Wann glauben Sie denn oder wann hoffen Sie denn, dass Sie dort diese Arbeiten auch beenden können? Es ist schwer vorauszusehen. Wir haben von der ersten Stunde unseres Einsatzes an, und das war wirklich gleich am Anfang der Katastrophe, schon gesagt, wir bleiben, solange uns die Menschen brauchen. Und heute ist es so, dass sie uns eben noch brauchen. Sie brauchen uns beispielsweise in den Beratungsdiensten, in den Betreuungsdiensten, weil zum Beispiel die auch Bewältigung von Traumata, die psychischen Belastungen so manchmal erst aufkommen, wenn die erste Wirkung der Katastrophe verarbeitet ist. Und gerade die Zeit um den Jahrestag herum, die ist eine ganz besonders sensible Zeit für die betroffenen Menschen. Deshalb merken wir auch, die Menschen brauchen unsere Betreuung auch im persönlichen Bereich. Und sie brauchen uns eben auch im technischen Bereich. Die Internetverbindung funktioniert ohne unsere Unterstützung durch Richtfunk eben in vielen Bereichen noch nicht. Und deshalb ist dieses auch notwendig. Und sie brauchen uns eben beispielsweise bei der Klärung der Abwasser, was wir mit dem technischen Bereich eben auch verbinden. Es zeigt, dass eben noch nicht alles wieder instand gesetzt ist im Ahrtal. Und es gibt dort ja auch eine große Verärgerung darüber, dass es nicht so schnell geht wie ursprünglich gedacht, dass der Wiederaufbau, auch was die Auszahlung der Hilfsgelder betrifft, doch eher schleppend läuft. Nun hat die Politik da auch ihren Anteil dran und hat auch viel Vertrauen verloren. Frau Hassefeld, Sie waren selber viele Jahre lang im Bundestag. Sie waren Bundestagsvizepräsidentin, Sie waren Bundesministerin. Was kann aus Ihrer Sicht denn die Politik da jetzt tun, um Vertrauen zurückzugewinnen? Als erstes ist es zweifellos notwendig, dass die staatlichen Hilfen, die ja zugesagt wurden, wo auch ein Stück weit Anspruch besteht, dass die relativ schnell bearbeitet werden. Auf diese Hilfen haben wir vom Deutschen Roten Kreuz und auch auf die Bearbeitungszeit keinen Einfluss. Als zweites aber ist für die künftige Zeit auch notwendig, aus dieser Katastrophe und der Bewältigung dieser Katastrophe zu lernen. Das heißt, zu lernen über die Frage, haben wir die nötige materielle Ausstattung,
der Hilfsorganisationen und des Staates im Zivilschutz, im Katastrophenschutz, um solche oder ähnliche Katastrophen gut bewältigen zu können. Und das Zweite ist, sind auch die Helferinnen und Helfer im ehrenamtlichen Bereich entsprechend gut ausgestattet. Das Erste, die materielle Unterstützung, das habe ich in verschiedenen Gesprächen gerade in den letzten Monaten immer wieder angemahnt, lässt zu wünschen übrig. Wir brauchen mehr Engagement, auch finanzielles Engagement der Politik im Bevölkerungsschutz. Die Zeitenwende, die der Bundeskanzler in der Sicherheitspolitik ausgerufen hat, die darf nicht nur gelten für die äußere Sicherheit, für die militärische Sicherheit, sondern sie muss in gleicher Weise gelten für den Schutz unserer heimischen Bevölkerung für Katastrophen und Krisenfälle. Da haben wir finanziellen Nachholbedarf, natürlich nicht in der Größenordnung wie im militärischen Bereich, aber grundsätzlich. Und das Zweite ist, wir haben ein Defizit bei der rechtlichen Behandlung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bei THW und Feuerwehr auf der einen Seite und denen, die beispielsweise im Deutschen Roten Kreuz oder auch in anderen Hilfsorganisationen tätig sind, obwohl sie am selben Ort bei derselben Katastrophe eingesetzt werden und einen ähnlichen Dienst, einen ehrenamtlichen Dienst haben. Da geht es um zum Beispiel Fragen wie Freistellung von der Arbeit, da geht es um Lohnfortzahlung, und zwar sowohl im Einsatz als auch in der Ausbildungs- und Qualifizierungszeit. Da haben wir gesetzlichen Handlungsbedarf, um alle Helferinnen und Helfer gleich zu behandeln. Und im Bevölkerungsschutz, wie jetzt beispielsweise bei der Flutkatastrophe, muss man wissen, dass 90% der Arbeit von rein ehrenamtlichen Frauen und Männern getätigt werden. Frau Hasselfeld, Sie haben jetzt eine ganze Menge an Themen angesprochen, auch eine ganze Menge an Dingen zum Katastrophenschutz gesagt. Nun ist es ja so, dass die Bundesregierung da auch Reformen angekündigt hat. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat davon gesprochen, dass man jetzt ein Warnsystem einführen wolle, bundesweit ein SMS-Warnsystem, mehr Sirenen, mobile Feldlager. Das ist alles auch gestern verkündet worden und heute noch mal auch erneuert worden. Wie sehen Sie das? Reicht das, was der Bund da tut? Sie haben ja gerade schon sehr kritisch gesagt, wir brauchen eigentlich auch eine Zeitenwende beim Bevölkerungsschutz. Ich erkenne durchaus an, dass die Bereitschaft aller politischen Kräfte, mehr zur Vorsorge und zum Bevölkerungsschutz zu leisten, vorhanden ist. Ich erkenne auch an, dass zum Beispiel die bessere Koordinierung all dieser Leistungen im Bevölkerungsschutz durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe im Raum steht und dass mit einem Kompetenzzentrum dort auch eine bessere gemeinsame Aufgabenwahrnehmung vorgehalten wird. Ich hoffe nur, dass dieses alles auch unterlegt wird mit entsprechender finanzieller Ausstattung und dass nicht Bund-Länder-Kompetenzstreitigkeiten dann im Wege stehen, sondern dass diesen Ankündigungen auch tatsächlich Taten folgen. Und deshalb werde ich auch nicht müde, in diesen Prozess mitzuwirken, mit unseren Erfahrungen, den Erfahrungen der Hilfsorganisationen in diesen Situationen und auch mitzuwirken an der Meinungsbildung in der Bevölkerung. Denn ich weiß sehr wohl, dass in Krisenzeiten zwar zunächst einmal die Bereitschaft, hier etwas mehr an Prävention an den Tag zu legen, vorhanden ist, dass aber dann, wenn die Krise vorbei ist, auch im Bewusstsein der Bevölkerung das ein Stück weit nachlässt. Und deshalb sehe ich es auch als meine Aufgabe, in der Bevölkerung dafür zu werben, mehr für den Schutz der heimischen Bevölkerung bei Krisen und Katastrophen zu leisten. Sagt Gerda Hasselfeld, die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, hier live bei Phoenix. Vielen Dank, Frau Hasselfeld.